Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde OneBlock. Heute wieder live aus dem Himmel. Naja, wie gesagt, so halb live, ne? Ich live, ihr guckt ein bisschen später. Somit, ja, mehr oder weniger live. Egal. Wir sind auf dem Weg in die Rote Wüste. Wir haben das letzte Mal den Dschungel abgeschlossen und haben jetzt The Red Desert freigeschalten. Deswegen würde ich sagen, Kiste einsacken. Und dann gehen wir auf die Suche nach neuen Materialien und schauen, dass wir heute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr den Ausbau betreiben können. Wir haben ja jetzt neue Haustiere, neue Pandis, wir haben Papageien, wir haben Hundis. Einer hat sich für uns geopfert in der letzten Folge. Falls du es verpasst hast, gerne rüberschauen. Letzte Folge, er war mutig. Er war mutig, vielleicht ein bisschen dumm, aber er war mutig. Von daher, farewell, my friend. Du hattest fein gemacht. So, gut. Genug in Vergangenheit geschwelgt. Würde sagen, Schaufel raus und gucken, was kommt für uns. Auf jeden Fall ganz viel roter Sand. Das ist ja schon mal ganz nice. Das ist schon schön. Dann können wir die Turtles nämlich ein bisschen upgraden. Dann kriegen die ein schöneres Zuhause. Und wir hoffen natürlich immer noch ganz inständig auf Lava. Lava wäre natürlich das Nonplusultra, weil dann könnte ich den Stein einfach produzieren und die Base ausbauen. Ja, weil aktuell haben wir leichten Steinmangel. Aber ansonsten geht es uns gut. Wir haben richtig geilen Stuff. Wir haben Bambus, wir haben Sugarcane, wir haben Futter. Wir haben eigentlich fast alles, was das Herz begehrt. Vor allem haben wir Food to go mit unserem Mushroom-Chaos. Aber ja, darauf erstmal ein Süppchen. Ja, weil unsere Tupper-Schüsseln können wir ja hier ständig auffüllen. Guck mal, zack, zack und wir sind wieder good to go. Okay, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, was uns hier erwartet. Vor allem, was die nächste Chest für uns bereithält. Und in der Zwischenzeit hast du die Chance, wenn dir das hier gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Gerne die Glocke aktivieren, damit du alle Informationen bekommst, wenn hier ein neues Video hochkommt. Auf der anderen Seite gibt es hier noch Create. Gerne rüberschauen. Ist auch ganz lustig. Schönes Modpack. Macht Spaß. Und kleiner Spoiler für die Zukunft. Wir werden demnächst in den Himmel entschwinden. So wie hier. Nur ein bisschen geiler. Ein bisschen modifizierter. Lass dich überraschen. Noch nicht mal drei Steine geklopft und schon ist die Pickaxe im Sack. Aber wir haben noch ein bisschen Iron. Das ist schön. So. Was ich noch sagen wollte, ich wollte mich bedanken. Bedanken für all diejenigen, die hier ständig vorbeischauen, die hier ständig die Videos sich reinziehen. Das ist super nice, das gefällt mir, das ist nice, das freut mich. Ich weiß, ich sage sehr oft nice. Aber ja, es ist schön, es gefällt mir. Das motiviert auch ein bisschen weiterzumachen. Was will ich mit dir? Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich dich hinbringen soll. Habe ich noch eine Rope? Ja, ich habe noch eine Rope. So, dann, dass du dich da mal hinstellst. Viel Spaß. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben jetzt ein Lama oder Alpaka oder beides. Und was fällst du jetzt? Lama oder Alpaka? Sagte mir nicht. Gut. Irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Haarig und hat vier Beine. Den einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Die Streams sind im Moment ein bisschen kürzer getreten. Das liegt aber einfach daran, dass ich aktuell wegen meiner Fußgesundheit ein bisschen Probleme habe. Nennen wir es mal so. Jetzt nichts Akutes, also keine Sorge. Ja, man lebt, ne? Aber ja, ich habe abends auf jeden Fall im Moment leider nicht so die Kraft gehabt, Stream anzuwerfen. Aber ihr dürft gerne trotzdem im Stream vorbeischauen.
gerne auf Twitch vorbeikommen. Ein Fuchs. Ihr wisst, was ich mit Füchsen mache. Erstens, sie klauen. Zweitens, sie töten unsere Tiere. Bringt mir nichts. Normalerweise montags, mittwochs auf meinem Kanal und freitags bin ich auf meinem Partnerkanal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links. Gerne draufschauen, gerne draufklicken. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwo im Stream. Wäre nice. Start ist immer so zwischen 20 und 21 Uhr. Im Regelfall 21 Uhr. So, genug Eigenwerbung. Gucken wir mal, was hier drin ist. Emeralds. Und Acacia. Okay. Ja. Ist jetzt nicht so der Reiser, aber gut, wir nehmen es mit. Wenn wir auf jeden Fall jetzt Lapis kriegen, dann könnten wir demnächst mal vielleicht ein bisschen verzaubern. Dann könnten unsere Werkzeuge vielleicht ein bisschen länger leben. Das wäre nice. Das wäre eigentlich richtig nice. So. Fuchs Nummer 2. Ja. Stehen halt einfach im Weg. Und ich habe schon zwei Ocelots hier irgendwo auf der Insel rumrennen. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind, aber sie sind da. Haben wir in der letzten Folge uns schon geholt. Von daher, wir haben einfach nicht genug Platz aktuell. Deswegen können wir uns hier kein Zoo aufbauen. Oh, ein Villager. Okay. Wir brauchen Holz. So, welchen Job kriegt er, dass wir schnell an Emeralds kommen? Die besten Jobs, um Emeralds zu traden, wäre Bogner. Bogner wäre nicht schlecht. Da können wir Sticks und Flint verkaufen. Oder Farmer. Farmer brauchen wir aber aktuell vielleicht weniger. Deswegen würde ich sagen, machen wir erst einmal Bogner. Da hinten ist ein Bett. Schnaps dir, Tiger. So, die Chest stellen wir mal da auf. Dann können wir schon mal gucken, was gab es denn alles so in dieser Runde für uns. Ach, das Leben macht wieder einen Sinn. Und wenn es natürlich dann hier endlich ausgebaut ist, dann können wir hier oben ein paar Gebäude hinstellen oder Marktstände, wo dann natürlich die Villager mit uns traden. So, haben wir noch Wolle für mein Bett? Wir haben White Wool, aber wir haben ja Schafe. Ich habe Werkzeug, habe ich mein Werkzeug. Ganz ohne Bett ist nämlich immer doof. Ja. Da ist die Shear. Und dann. So, neuer Tag, neues Glück. Hallöchen, hast du den Job schon angenommen, Joe? Willst du nicht? Dann nehme ich dir dein Bett weg. Du hast dich schon wieder auf irgendwas anderes eingestellt, ne? Du willst der hier sein? Oder? Ja, dachte ich mir. Er wollte Maurer werden. Aber nein, Maurer ist jetzt kein schlechter Beruf. Aber nö. Möchte ich nicht für dich. Joe, ich habe nur dein Bestes im Blick, deswegen wirst du Fletcher? Aber wenn er Joe heißt, müsste er eigentlich Redstone traden, ne? Das ist jetzt schwierig. Aber gut, vielleicht ist es einfach eine Umstrukturierung. Vielleicht möchte er jetzt eher was mit Holz zu tun haben. Man weiß es nicht. So. Ich kann mir nicht merken, wo ich mein Zeug habe. Ne? Schlimm. So. Achso, ja. Ja, du darfst jetzt Dauer arbeiten, ne? Tut mir leid dafür. So. Okay. Dann schauen wir weiter. Und Erde. So. Tada-ta. Emeralds. Ein bisschen Eis. Oh, Hallöchen. Jungs, wie geht's euch? Lauf gut. Aber, ja, wie gesagt, wir haben keinen Platz.
Und Zombies sind hier immer so nicht so gerne gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich mir jetzt nicht erklären, warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach so ein bisschen Vorurteile, die im Raum stehen. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal hier. Meine Freunde. Ja. Mal los. Wollt ihr nicht, oder? Könnt ihr nicht, oder? Steckt ihr fest? Wäre jetzt auch nicht schlimm. Vielleicht möchten sie dann von ihrem rohen Ross runterkommen. Gut. Freut mich. Darf ich mich mit dir mal unterhalten hier? Danke. Willst du hierher kommen? Oder wie schaut's aus? Hallo? Wo ist er? Du kommst hier nicht raus. Danke. Das war jetzt ein bisschen strange, dass sie nicht raus wollten, aber gut. Ich zwinge sie jetzt nicht, ne? Also, was das will. Ich glaube, wir brauchen schon eine Double Chest, damit wir alles reinkriegen. Redstone, das da, Kohle. Das nicht, die Acacia schon. Und das auch nicht. Gut. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Bald müsste wieder eine Spaßrunde entstehen. Ich freue mich jetzt schon. Ein Wandering Trader. Doris, ich danke Ihnen für Ihre langjährige Mitarbeit. Sie waren stets ein tragendes Mitglied in unserem Unternehmen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. So, was haben wir hier? Coal. Slime Ball. Das ist schön. Ja, wir können endlich ein bisschen Redstone-Technik machen. Also könnten wir auch schon so, aber müssen wir mal schauen, in welcher Form wir Redstone hier oben anwenden können. Mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwas. Ein Esel. Ja, wie Sie sehen, sind wir leider ausgebucht. Bitte kommen Sie nächste Woche wieder und versuchen Sie es erneut. Vielleicht können wir Ihnen da helfen. Normalerweise müsste es in der Wüste doch eigentlich Lava geben, ne? Ich weiß, ich sage schon immer wieder Lava, Lava, Lava und manche können es wahrscheinlich nicht hören. Aber es ist einfach wichtig. Lava ist hier jetzt essentiell wichtig für den Ausbau. Wir können natürlich auch alles mit Holz ausbauen, aber nein, will ich nicht. Erstens ist Holz anfällig, zweitens ist Holz anfällig, drittens ist Holz anfällig. Deswegen möchte ich alles aus Stein. Das ist ein bisschen stabiler, schaut ein bisschen rustikaler aus. So, wir machen wieder 8. 8 ist nämlich ein Kohle. Wir können uns eine Axt machen. Und bei der Gelegenheit können wir uns gleich mal noch eine Pickaxe machen. Und die ist auch bald durch. Und dann sagen wir Tschüss, Edel. Und Kaktus. Ich wusste, dass wir Kaktus kriegen. Das ist gut. Sand müssten wir haben, ne? Auf den Kaktus werden sie schon nicht krabbeln, hoffentlich. Wenn doch, dann sind sie wirklich selten dämlich. Ja, Jungs, was ist denn los? Was ist denn los hier? Ich hab nix. Ich hab doch das letzte Mal schon gesagt, ich kaufe nichts. Also zumindest nicht bei diesen schlechten Angeboten. Ne, Doris musste ich auch schon entlassen, weil, ja, ihre mangelnde Motivation war für das Unternehmen leider nicht mehr tragbar. Und daher, ja, tut es mir leid. Ja, ich weiß, ihr habt Hunger, ihr kriegt es dann auch, aber wir müssen erst mal gucken, was rauskommt. Ne? Und dann kriegt ihr feini, feini. Ja, kriegt ihr Fässchen. Kriegt ihr lecker Fresschen. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. So, was kriegen wir denn heute? Bitte keine Pixies. Okay, keine Pixies, das ist schon mal gut. Monster Guard, ja. Das ist natürlich angenehm. Wenn wir uns daher begrüßen jeden, ne? Mit einem Handschlag.
Oder zwei. Was ist denn mit dir? Willst du nicht? Kannst du nicht? Oder? Was ist denn los? Okay, die Runde war jetzt wirklich sehr angenehm. Muss man sagen. Da war die letzte Runde mit den Pixies deutlich nerviger und stressiger. Oh. Noch mehr Esel. Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber wegen Überfüllung geschlossen. Snowball in der Wüste. Wer kennt das nicht? Ich meine, ja, es ist nicht untypisch. Es gab schon Fälle, wo es in der Wüste geschneit hat. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das in Minecraft jeder Fall war. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jeweils eine Minecraft-Wüste gefunden habe, wo Schnee lag. Da ist er ja. Wir haben schon auf dich gewartet. Angela. Ganz komischer Name. Guck mal hier. Kannst du raus. Angela. Geh raus jetzt. Kriegst du das Bett nicht auf die Reihe oder was ist los? Geh doch jetzt einfach zu dem Bett. Ist doch jetzt nicht so schwer. Muss man dir denn alles zeigen? So, Angela. Komm, geh mal ein Stück zurück. Trau dich. Trau dich. Ist gar nicht schlimm. So, bitteschön. Ja, Farmerin Angela hat ihren Berufswunsch erreicht. Wir gratulieren zum erfolgreichen Abschluss in Agrartechnologie. Und, sehr nett, sie bietet uns auch sehr gute Konditionen für Pflanzen an. Mal gucken, wir können dich noch ein bisschen ausmerkeln. Gott, in Verbindung mit ihrem Namen ist das natürlich ein bisschen strange, aber das war ein ungewollter Wortwitz. Aber war eigentlich nicht schlecht. So langsam wird es ein bisschen viel. Sehr schön. So langsam wird es ein bisschen viel. Ich wüsste gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was die Zukunft so bringt, wir werden hier auf jeden Fall noch das ein oder andere bauen können. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Eine Musik. Musik ist immer schön. Und wir können natürlich wieder Tagebuch schreiben. Und wir bekommen eine neue Musik-Hörspiel-Ding. Wir können demnächst ein bisschen Musik nebenbei anmachen. Ist nicht schlecht. Wenn das Musikding kommt, dann müssten wir schon wieder bald Richtung Ende gehen, ne? So, mal runter hier. Warum steht denn ihr da drin und wie die Ahnungslosen von der. Keine Ahnung. Die Ahnungslosen von der SPD? Weiß nicht. Politische Vergleiche sind natürlich immer schwierig, aber nicht weit hergeholt. Das Einzige, was bei euch schön ist, ihr habt immer was dabei. Okay, diesmal nicht. Schade. Aber ihr habt welche mitgebracht in der Kiste. Das ist auch nett. Warum stellen die sich alle immer in die Ecke? Hofft ihr, dass ihr da irgendwie durchkommt, oder? Ich habe keine Ahnung. Als wäre es so ein Magnet. Selbst wenn, da hocken drei Hunde. Also. So richtig intelligent war das jetzt nicht, ne? Oh, Diamant, Redstone, ein paar Knochen. Oh. Ja. Darf aber trotzdem zu langsam. Oh. Ein bisschen mehr Überraschung in der Kiste sein. Wir sind schon wieder gleich durch. Oh, Bottle of Enchanting. Nice. Oh, Cowboy.
Rieche ich da etwa Spinnen? Bitte nicht. Ja. Wir haben es geschafft. Leute, wir sind schon wieder durch. Das ist unsere Ausbeute. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Die Hocklin, das Hocklin Spawn Egg, ja gut. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, aber hey, wir haben 45 Emeralds, also. Auch wenn wir 2 Stück davon getradet haben oder 3. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Nicht ganz so viel auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr ergiebig. Also nicht schlecht. Und die 4 Dirt, die schnappt man uns gleich. Wir haben noch 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Farm. Wir sind im Nether. Yay, 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 yay. In den Nether geht's. Woohoo. Das wird geil. Denke ich. Hoffe ich. Die einzige Gefahr ist, dass hier ein Ghast jetzt in dieser Monster Party ist. Aber hey. Auch nicht so schlimm. Da können wir uns vielleicht ein Beacon craften. Wer weiß. Oder zumindest ein Nether Star. Ein Nether Star könnten wir uns craften. Da können wir Insel in die Luft jagen. Yay. Nein, Spaß. So. Wir werden jetzt mal kurz die Schüssel wegschmeißen, weil wir das können. Den Dirt hier reinsetzen. So. Hast du irgendwas? Nö. Hast du irgendwas Besonderes? Wir haben mit denen ja noch nicht getradet. Du willst immer noch ganz komische Preise, aber gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in den Nether. In den Nether gibt es auf jeden Fall Lava. Also wenn es da jetzt keine Lava gibt, ne, dann verzweifle ich, weil dann hat der Modpack-Ersteller irgendwie den Sinn vom Nether nicht verstanden. Aber, das heißt, nach der nächsten Folge können wir hier hoffentlich, sofern wir Lava kriegen, das Ganze hier endlich mal schön machen. Deswegen würde ich es bei der Folge jetzt belassen und würde sagen, danke fürs Reinschauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal im Nether. Und danach machen wir endlich mal schön. Also, hoffentlich. Daumen drücken. Sobald die Lava da ist, können wir hier ausbauen, schön machen. Und da oben uns eine kleine Stadt aufbauen. Freut euch. Bis dahin. Reingehauen. Wenn es dir gefallen hat, ne? Gerne ein Like da lassen. Gerne kommentieren. Gerne auf die Glocke drücken und ja, ich sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.